bin Annie Giesler, ich bin die Regisseurin von Dokumentarfilm La Petite Mort. Je sais pas en fait si c'est moi qui ai une conception de l'orgasme qui est complètement irréaliste et qu'en fait j'en vis plein mais que je ne sais pas, ou si je m'y prends mal. Fünf verschiedene Frauen, die ganz ehrlich über ihre Erfahrung oder Nicht-Erfahrung von Orgasmus erzählen. Oui, j'ai déjà fait semblant d'avoir un orgasme, même plusieurs. Und es gibt auch eine andere Seite. Ich habe mich interessiert für was Frauen fühlen können während dem Orgasmus. Also es gibt so abstrakte Bilder, die das versuchen visuell zu übersetzen. Ça prend chaque partie du corps, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, puis c'est l'explosion, quoi. Alles hat angefangen mit einem Orgasmus, eigentlich. Ja, also ein starken Orgasmus, etwas, das ich noch nie so erlebt hatte. Und dann habe ich gedacht, was fühlen eigentlich andere Frauen während dem Orgasmus? Und dann habe ich mit zwei guten Freundinnen geredet. Und sie haben mir ganz verschiedene Bilder, also um mich zu erzählen, was sie fühlen, ganz verschiedene Bilder gesagt. Und dann haben wir weitergeredet und ich habe bemerkt, es gibt viele Themen, wo wir eigentlich sehr selten oder sogar nie zusammen sprechen, wie zum Beispiel Masturbation oder Frust in der sexuellen Beziehung mit der Partner oder es gibt viel Unkenntnisse und Scham. Je me masturbe super souvent. J'ai l'impression d'être un mec, vraiment, réellement, parce que il m'est arrivé de me masturber 5 fois par jour, 6 fois par jour. Ich habe meine Protagonistin zuerst durch meine Bekanntschaft, meine Familie gefunden und dann habe ich eine kleine Anzeige gemacht auf Facebook. Sie wurde dann gepostet von La Fête du Sleep, das ist ein Festival über Sexualität in Lausanne. Und diese Anzeige ist eigentlich ziemlich weit gereist, weil da sie wurde weiter gepostet und es gab Frauen, die mich einfach geschrieben haben. Danach haben wir so vielleicht eine Stunde geskypt, ich habe ein bisschen erzählt, was ich machen will. Dann haben wir die Interview auch gemacht auf Skype, damit sie fühlen können, fühle ich mich wohl, sowas zu beantworten oder nicht. Und danach haben wir das wirklich die Interview gefilmt. Ich habe schon ein sehr gutes Vertrauensbasis da und auch eine spezielle Energie auf dem Set, weil wir nur Frauen waren. Und es war wie ein spezielles Thema, so mutiges, das hat uns auch sehr geeinigt alle. Und nachher, je nach Sensibilität von jeder Frau, war vielleicht ein Thema ein bisschen schwieriger. Aber ich wusste schon und ich habe auch von mir erzählt. Es war eher wie ein Dialog als nur reine Interview. Anal orgasm. I have never had an anal orgasm. I prefer to fuck men in the ass than to have them fuck me in the ass. Ich rede gerne über Sexualität, weil ich finde, es ist etwas Schönes und Natürliches. Und ja, am Anfang, ich bin eher, vor ein paar Jahren wäre ich eher schüchtern und wollte nicht so darüber reden, aber es hat mich sehr viel Mut gegeben und ich finde eigentlich, ist kein Problem, darf man auch ganz natürlich darüber reden. Ich finde, das Wichtigste, was ich auch selber dann gelernt habe beim Film, ist, dass man sich als Frau, sollte man einfach seine eigene Sexualität forschen, so die Autorin von seiner eigenen Sexualität sein, weil ich finde, oft lernt man halb, also die Genderrollen sind ziemlich stark, auch bei Liebe, Sexualität, und die Frau ist eher so passiv oder sie erwartet vom Partner, dass er sie einen Orgasmus bringt und eigentlich er bringt nicht einen Orgasmus, er hilft ihr einen Orgasmus zu kriegen, aber die Arbeit muss sie machen, also aktiv zu werden. Forschen, gucken, was man mag, kommunizieren. Moment même, je saurais rien dire. Je pars un peu. Je sais pas où, mais il y a quelques secondes d'absence. Le temps s'arrête, suspendu. On a l'impression que ça dure une éternité. Ça défie les limites de la chair. J'ai l'impression d'être complètement hors limite et hors temps et hors spatialité. C'est un moment suspendu dans un état de conscience supérieur. It's a very high experience. C'est un des seuls moments où je me sens réellement vivante.